Hi, schön, dass du da bist. Mein Name ist Katrin und ich freue mich, dass du heute mit mir hier dir dieses Sneak von Diamond Art Lab anguckst. Das ist eins der Bilder, die am 3. Februar 2024 erscheinen werden. Und wir dürfen vorher reingucken, um zu gucken, ja, ist es was für dich, gefällt es dir? Ich freue mich super. Vielen Dank an Diamond Art Lab für die Möglichkeit. Wir haben mal ein Kit mit runden Steinchen hier. Wow! Hat man lange nicht mehr. Es ist auch sehr leicht. I'm here for the food. Es ist ein Mrs. Buttered oder Mrs. Butterdy. Runde Steinchen, 51 mal 64 Zentimeter. Und schauen wir uns mal an, was so drin ist. Wir bekommen ein Sticker-Sheet. Da steht nochmal alles drauf. Total süß. Dann haben wir ein Toolkit mit allem, was wir brauchen, um mit dem Diamond Painten loszulegen. Einem Stift mit zwei Mehrfachsetzern, einem 7er und einem 4er. Einem Schiffchen mit einem kleinen Stopper. Einer Tüte voller Tütchen. Einer Dose mit zwei kleinen Stückchen herzförmigen Wachs. Einem kleinen Coverminder. Der ist leider kaputt hier, das ist abgegangen. Aber kann man wieder dran kleben, nicht so schlimm. Und einem Washi-Tape. Und hier haben wir unsere Leinwand und die Steinchen. Wir haben unsere Leinwand. Wir haben natürlich unsere Steinchen. Gucken wir gleich nochmal genauer rein. Wir haben eine kleine Anleitung mit Diamond Painten funktioniert. Hier ist zum Beispiel ein 10% Gutscheincode drin. Auf der Leinwand ist ein Code, auf der Verpackung. Wenn du aber das allererste Mal bei Diamond Art Lab bestellst, dann kannst du meinen Code benutzen für 15%, Chaos 15. Oder falls das Angebot noch gilt, aktuell gibt es nämlich ein Angebot, auf der Startseite 25% Rabatt. Ich habe unten einen Link rein. Wenn du da drüber gehst, dann müsstest du direkt da landen und dann kannst du 25% sparen. Ist auf jeden Fall besser als 15% von mir. Nutzt es. Wenn man sparen kann, sollte man sparen. Niemals den vollen Preis bezahlen. Und wie gesagt, unten findest du entsprechend auch nochmal einen Link. Hier haben wir das Sticker-Sheet, das ist ein Aufkleber, ne? I'm here for the food, Miss Butterdy. Und hier haben wir nochmal die komplette Artwork. Ist sie nicht süß? Voll cute. Rund und 51 mal 64 cm. Wir haben 46 Farben. Und davon sind eins, zwei, na, nur zwei ABs. Alles unter 150 ist bei Diamond Art Lab ein AB. Was das genau ist und wie die aussehen, gucken wir uns gleich noch an. Und dann haben wir 1, 2, 3, 4 Fairy Dust Diamonds hier mit dem Z davor. Wow, cool. Drei verschiedene Rosatöne anscheinend und einen blauen. Ich bin sehr gespannt. Und weil ich so gespannt bin, gucken wir mal direkt rein. Oh, cool. Oh, ist sie süß. Ist sie süß. Ich rolle das Ganze einmal falsch rum, damit sie es ein bisschen schneller für uns schön hinlegt. So, ist gegossener Kleber, passiert also überhaupt nichts Schlimmes. Und zack, schon liegt sie schön. Ist sie nicht süß? Abgesteppte Ränder, Tarpaulin-Leinwand. Ich liebe diese Leinwand. Und wir haben links und rechts wie immer unsere Legende. Und hier unten nochmal alle Infos zum Kit, ne, den Namen, die Größe und die Lizenzierung der Künstlerin. Die Künstlerin wird dafür bezahlt und hat die Lizenz an Diamond Art Lab gegeben, dass sie dieses Bild hier als Diamond Painting produzieren dürfen und sie wird dafür fair bezahlt und das ist mir super wichtig. Und hier haben wir nochmal die Social Media Kanäle. Da siehst du immer, was jetzt am nächsten Samstag jeweils Neues rauskommt. Lohnt sich auf jeden Fall. Und hier siehst du die Garantie auf Leinwand und Steinchen, wenn irgendwas sein sollte und du der Originalbesteller des Bildes bist, melde dich bei Diamond Art Lab beim Support. Da wirst du auf jeden Fall geholfen. Hier siehst du auch nochmal das komplette Bild. Und ich finde es so süß. Richtig cool. Wir sehen auch hier nochmal die Symbole, glasklar, richtig schön. Und was wir auch sehen können, das ist die neue Folie. Die ist ein bisschen dicker und hat schon vorausgestanzte oder perforierte Bereiche, nämlich immer 10 mal 10.
Und da kann man sich die dann schon direkt abtrennen, wenn man möchte. Das ist relativ neu bei David Adler. Also wenn du ein älteres Kit hast, wird das noch nicht so sein. Dass du da Bescheid weißt. Wir haben bei diesem Kit hier echt viel Colorblocking. Ist irgendwie klar. Der ganze Hintergrund ist eine Farbe. Das ist die Ziffer 3 als Symbol komplett. Und dann haben wir hier auch viele Bereiche. Ne? Hier im Hintergrund haben wir viel Colorblocking. Wir haben aber auch, naja, mal ein bisschen Konfetti da. Vielleicht im Donut. Hier im Donut, da haben wir vielleicht so ein bisschen Konfetti, also viele verschiedene Farben auf einem kleinen Fleck, dass man eben öfter die Farbe im Schiffchen wechseln muss. Ne? Das haben wir hauptsächlich hier an Konfetti ein bisschen, aber nicht wirklich. Wir haben viele Linien, ne? Also die Outlines jeweils. Und dann haben wir immer große Stellen mit einer Farbe. Viel. Also cool, ich liebe es. Ich finde sie echt cool. Und auch das Gesichtsrendering gefällt mir ausgesprochen gut. I like. Ich mag auch die Augen gerne. Es müsste das gleiche Mittel sein wie ein Artist Room. Das hatte ich ja letztes Jahr gepaintet. Kannst du mal in meinen Januar-Rückblick vom letzten Jahr reingucken von 2023. Und eben auch dann dieselbe wie bei dem Kit, was am Black Friday rauskam. Das habe ich nicht. Catch Me If You Can, glaube ich, heißt das mit dem Greifarm-Spiel. Mit den Kuscheltieren und der Katze. Genau. Und jetzt eben hier, I'm here for the food. Und ich finde es super, dass eben auch der Schriftzug hier gut zu lesen ist. Richtig cool. Und schöne Größe. Und dementsprechend auch schön kleine Packung Steinchen. Und da schauen wir mal zusammen rein jetzt. Wir starten direkt mit der Farbe, die hier im Hintergrund sein wird. Und zwar ist es die hier, die 153. Das ist dieses Rosa. Da mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stück von. Cool, schönes Rosé. Ist nicht so knallig, finde ich gut als Hintergrund. Dann haben wir die 498, die 892, die 894. Dann weiß, die 3865. Und unser erster Fabulous Diamond Set 151. Die Fabulous Diamond haben so einen Glitter auf den Steinchen. So einen ganz, ganz sanften Effekt. Den mag ich sehr, sehr gerne. Und hier haben wir unseren ersten. Dann haben wir die 3341, die 718 und unser erster AB. Ein AB ist ein Aurora Borealis Steinchen. Und die heißen so, weil sie wie die Nordlichter hier die Farben in einem gewissen Spektrum sozusagen reflektieren. So ein bisschen wie Meerjungfrauenschuppen. Da schauen wir auch gleich mal, wo die hinkommen. Dann die 321, die 553 und unser nächster Fairy Dust, die Z554, die 814 und die 3712. Dann die 3823, die 602, die 3340, 3609, 402, 208, 210, 3856, 3837, 743, 347, 734 und Z3766. Türkis. Aber auch ganz wenige, ich bin gespannt. 961, 3706, 801, 154, 831, 3608 und die 436. So, und jetzt schauen wir mal, wo die hinkommen. Die ABs und die Fairy Dust Diamonds. Da haben wir sie. 2 ABs und 4 Fairy Dust. Das sind unsere ABs. Ein heller und also ein Eierschalenfarben. Und ein lilaner. Und unsere Fairy Dust Diamonds. Verschiedene Rosatöne, ein ja, hell-lilanes und ein Türkis. Der lilane Ebi ist das Symbol der Ziffer 1 und der kommt hier im Drink drin vor, im Bubble Tea, würde ich jetzt mal sagen, soll das sein. Ne? Da haben wir die 1 hier und hier. Da ist die 1 im Bubble Tea. Also der Ebi hier.
Dann haben wir diesen IP, das ist die Ziffer 2. Und die haben wir komplett hier im Hintergrund. Also hier dieser helle Hintergrund. Das ist alles dieser IP. Dann noch ein bisschen hier in den Outlines auf der Seite hier vom Bubble Tea. Und ein wenig hier unten am Ärmel. Auch da haben wir den IP. Und hier am Bündchen vom Ärmel, da ist der IP auch drin. Cool. Dann haben wir als nächstes diesen Fairydust Diamond, ein schönes helles Rosé. Und das ist ein Minuszeichen sozusagen. Und das haben wir hier zum Beispiel. Da haben wir ganz viel auf der Seite in ihrem Pullover oder ihrer Jacke. Hier. Hier haben wir ganz viel. Hier. Hier. Hier und da. Und so große Flächen im Pullover oder Cardigan. Was ist es denn? Hier, hier. Hier drüben noch. Hier im Donut. Hier oben. Ein bisschen in den Katzenohren von ihren Kopfhörern. Und hier drüben im Rosa auch noch mal ein bisschen. Das war's mit ihm hier. Also als nächstes haben wir ihn hier. Das ist so ein helles Lila, was sehr nah an die Farbe im Hintergrund dran kommt. Und das haben wir zum Beispiel hier. Das ist der Buchstabe P. Hier drüben auch so ein bisschen, also in diesen Rauchschwaden oder was das sein soll, diesem Dampf, diesem Essensdampf hier. Und hier haben wir es. Und hier zum Beispiel in ihrem Gürtel oder ihrem Bündchen von der Hose, hier an den Rändern und den Falten unten von ihren Shorts, hier, hier und hier, als auch hier. Das ist der so, etwas lilane oder blass. Lilane Fairydust Diamond, der eben an den im Hintergrund sehr nah dran kommt, an den Stein und die Steinchenfarbe. Dann haben wir noch unseren zweiten rosafarbenen und der kommt auch in den Pullover. Hier zum Beispiel komplett, hier viel, hier, hier im Bündchen, hier drüben, hier. Dann haben wir es hier oben noch. Hier an den Kopfhörern haben wir ein bisschen noch. Hier, hier und hier. Da haben wir ihn hier. Außerdem sehe ich gerade, haben wir beide Rosane in den Augen. Hier, hier und hier. Und hier in der Mitte. Dann haben wir noch den hier. Das ist so ein Türkisblau. Und das sind zwei Punkte auf türkisenem Grund. Und die haben wir hier einmal komplett hier oben drumherum. Und hier die türkisen Stippe, also die Streusel auf dem Donut. Viel mehr ist es nicht, sind ja auch nun nicht so viele. Ich habe aber jetzt noch entdeckt, dass ich den hier an einer Stelle völlig unterschlagen habe. Und zwar der rosane Bereich dieses Kreises. Wir haben ja hier den AB, dann kommt hier der türkisfarbene Fairydust und dann ein bisschen dicker hier der eine rosane Fairydust. Cool. Also mir gefällt sie sehr gut. Ich mag es. Ich kriege Hunger. Es ist toll. Ich stehe eigentlich nicht so auf einfarbigen Hintergrund, aber in der Farbe wird es wahrscheinlich gehen. Ich bin sehr gespannt und ich freue mich echt mal wieder ein rundes Kit hier liegen zu haben und freue mich sehr drauf, sie zu painten. Sie sieht so süß aus. Voll. Voll goldig, richtig cool. Macht mir Lo-Fi und Kawaii-Vibe so ein bisschen. Perfekt. Ich freue mich natürlich, wenn dir das Video gefallen hat, wenn du einen Daumen nach oben da lässt. Dieses Kit hier erscheint am 3. Februar 2024 ab 18 Uhr für Ruby und Diamond Members und alle anderen können ab 18.30 Uhr zuschlagen. Auf Instagram und Facebook siehst du, was noch so alles erscheint. Und vielleicht gibt es ja auch noch eine weitere Sneak Peek auf meinem Kanal. Halt mal die Augen auf. Ich würde mich freuen, wenn wir uns dann in meinem nächsten Video wiedersehen. Und wenn du mir vielleicht in die Kommentare schreibst, ja, wie dir das Bild gefällt, ob du ein anderes Bild jetzt am Samstag ins Auge gefasst hast. Oder ob du schon mal was von Mrs. Buttered oder Butterdee gepaintet hast oder zu Hause hast. Schreib mir einfach was Liebes in die Kommentare. Ich freue mich über jeden davon.
Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Wenn du das nicht verpassen willst, kannst du natürlich gerne ein Abo da lassen. Und ja, bis dahin passt du gut auf dich auf, bleib schön kreativ und vor allen Dingen immer super entspannt. Bis dann. See ya!